1-2 nimmt der FC Bayern also mit aus dem Emirates, damit viel Selbstvertrauen, viel, auch den man für die nächsten Spiele aufbauen kann. Und was genau das ist, ich würde mal sagen, schauen wir uns an. Und zwar standesgemäß auf dem Fußballplatz von hinten nach vorne. Den Anfang macht das Tor. Das erste von vieren ist ja schon relativ früh gefallen, in der 12. Minute. 4 Minuten später hatte Arsenal noch eine absolute Riesenchance durch Ben White. Den hat Neuer Klasse gehalten, aber da hat Mikel Arteta auch gesagt, das war ein absoluter Schlüsselpunkt, ein absoluter Wendepunkt in diesem Spiel. Denn wenn White den macht, das ist 2-0, dann kann es den Bayern drohen, so wie sie in den letzten Spielen gespielt haben und mit dem Selbstvertrauen, das sich Arsenal auch über die vergangenen Wochen erarbeitet hat, dass die Begegnung schlimmstenfalls schon im Hinspiel vorbei ist. Aber Neuer hat den gehalten und mehr noch mit einer fußballerisch herausragenden Einzelaktion, wo Arsenal versucht, ihn unter Druck zu setzen und der dann auf die rechte Seite chippt, auch den Elfmeter von Leroy Sané zum zwischenzeitlichen 2-1 eingeleitet. Also, Punkt 1, Rückkehr von Manuel Neuer ins Tor, extrem wichtig für die Bayern, Stabilität, Führungspersönlichkeit, Sicherheit. Punkt 2 betrifft die Innenverteidigung. Da hat Thomas Tuchel vor dem Spiel wieder zurückrotiert, von Dayot Upamecano und Min-jae Kim wieder auf Eric Dier und Matthijs de Ligt. Und es hat sich komplett ausgezahlt. De Ligt ja schon gegen Lazio mit einem herausragenden Spiel und einem Super-Volley. Und auch Eric Dier hat bewiesen, dass er aus der Premier League kommt, dass er extrem erfahren ist. In England würde man klassischerweise sagen, No-Nonsense-Defender. Also, wenn es brenzlige Situationen gibt, nicht irgendwas versuchen, sondern ganz klassisch Ball ins Aus, zum Einwurf klären, zum Eckball klären, nicht irgendwas riskieren und dann die nächste Szene verteidigen und so aufräumen und für Ruhe sorgen. Das hat der Mannschaft auch sichtlich extrem geholfen. Das größte Fragezeichen gab es aber im Mittelfeld. Wird Alex Pavlovic rechtzeitig fit? Rückt vielleicht Jusuf Kimmich wieder zurück auf die 6? Am Ende hat sich Thomas Tuchel für Leon Goretzka und Konrad Leimer entschieden und auch da wieder richtig. Natürlich in Heidenheim vor allem während der Schlussphase und auch nach dem Doppelschlag konnten die beiden jetzt nicht wirklich für Ruhe, für Dominanz sorgen, aber im Emirates hat man gesehen, das ist genau ihr Spiel. Gegen den Ball verteidigen, nach vorne aggressiv pressen und so konnte sich dann auch das Mittelfeld von Arsenal mit Jorginho, mit Declan Rice, auch mit Martin Ødegaard eigentlich kaum entfalten und vor allem in der zweiten Halbzeit, ja, bis auf den Ausgleich von Leandro Trossard, den auch Gabriel Jesus hervorragend eingeleitet hat, sich kaum mal hochkarätige Chancen erspielen. Was mir auch besonders an Leimer sehr gut gefallen hat, wenn er gesehen hat, dass ihm einige Aktionen nicht gelungen sind, sofort das Foul gezogen und eigentlich gar nicht erst zugelassen, dass Arsenal dazu kommt, sich irgendwelche Chancen zu erspielen. Also auch das Mittelfeld hat, nachdem was sich Tuchel vorgestellt hat, ordentlich funktioniert. Und dann wäre da noch der Angriff. Da haben vor allem die beiden geglänzt, die hier gespielt haben. Also nicht auf diesem Platz, sondern auf dieser Position, auf dem Flügel. Allen voran Leroy Sané, der beide Tore maßgeblich mit eingeleitet hat. Von dem 1-1 super das hanebüchene Zuspiel antizipiert von Gabriel auf Jakub Kivior. Dann direkt den Ball abgefangen und Leon Goretzka geschickt. Auch da hat man wieder gesehen, das ist das Goretzka-Spiel. Aus der Tiefe heraus, mit Wucht, mit Tempo, durchs Mittelfeld flügen und dann im richtigen Moment der Überblick für Serge Gnabry, der an alter Wirkungsstätte das 1-1 macht. Und von den 2-1 Leroy Sané mit einem herausragenden Lauf, super Durchsetzungsvermögen, wie er da den Elfmeter rausholt gegen die, ja, international vielleicht noch etwas unerfahrene Verteidigung von Arsenal. Genau das ist das Sané, den man sehen will. Dass ihn Tuchel dann vorzeitig rausgenommen hat, war auch ein Stück weit Vorsichtsmaßnahme. Nicht, dass da die Verletzung wieder aufbricht. Für ihn kam dann Kingsley Coman und ihm wäre dann fast wieder der große Moment in einem großen Spiel vergönnt gewesen in der 90. Minute. Aber da hat dann nach herausragender Arbeit von Jamal Musiala auf links nur den Pfosten getroffen. Also nicht der Siegtreffer für den FC Bayern. Aber trotzdem haben die Flügelspieler das Spiel des FC Bayern entscheidend beeinflusst. Unter anderem auch durch Harry Kane, der sich immer wieder halt fallen lassen und die Bälle auf die Flügelspieler spielen konnte. Wenn wir schon beim Thema beeinflussen sind, dann kommen wir auch am Mann im gelben Leibal nicht vorbei. Denn dieses Spiel wird in Zukunft vor allem auch nach den Schiedsrichterentscheidungen erzählt werden. Gegen Ende der Partie fühlte sich Arsenal schwer benachteiligt aufgrund des vermeintlichen Elfmeters an Bukayo Saka. Für mich war es eine 50-50-Szene. Ich habe auch schon Schiedsrichter gesehen, die sowas geben. Allerdings gehört zur ganzen Geschichte auch, dass Saka sich den Ball einfach vorbei hätte legen können. Da war mehr als genug Platz zwischen Restverteidigung, Dyer Davis und Neuer. Hätte sich den Ball einfach vorbeilegen und ins leere Tor schieben können. Da auch ein Stück weit Glück für die Bayern, dass Saka da zwingend den Kontakt mit Neuer sucht. Und die zweite Szene, ja, der große Aufreger in der 66. Minute. Da hat Glenn Nyberg der Bayern-Delegation ja gesagt, das war ein Kids Mistake und dass er wegen sowas kein Champions League Viertelfinale entscheiden möchte. Der kann man ihn einerseits verstehen, andererseits
man hat es genau gehört, das war nach einer Auswechslung. Er hat das Spiel wieder freigegeben. Raya spielt den Ball zu Gabriel, der nimmt ihn in den Strafraum in die Hand. Das ist nach allen Regeln, nach dem Regelwerk, ist das Elfmeter. Egal, ob das jetzt Kids Mistake, Adults Mistake, Seniors Mistake, das ist einfach ein grober Aussetzer von Gabriel und deshalb ein ganz klarer Elfmeter. Was machen wir letzten Endes aus diesem 2:2? In der Anfangsphase war es ganz großes Tischtennis von Arsenal. Da haben sie gezeigt, was sie können. Da haben sie extrem aggressiv, dynamisch und druckvoll gespielt. Extrem schwer zu verteidigen. Da haben sie gezeigt, dass das eine sehr talentierte Mannschaft ist. Mit einer sehr guten Spielidee und einem sehr guten Trainer. Und dass sie auch zu Recht an der Spitze der Premier League stehen. Aber im Laufe der Partie ist auch ersichtlich geworden, dass ihnen die ganz große Erfahrung in Europa eben noch fehlt. Von den beiden Toren der Bayern war Arsenal ja, regelrecht geschockt. Danach haben sie wesentlich zurückhaltender gespielt, wesentlich zögerlicher, fast schon ängstlich. Mikel Arteta hat zwar noch versucht, das Ganze mit den Einwechslungen zu beeinflussen von Gabriel Jesus, von Trossard, auch in der zweiten Hälfte von Zinchenko. Letzten Endes gab es noch den Ausgleich. Da hat man auch beim Torjubel gesehen von Trossard, wie wichtig ihm dieses Tor ist und wie wichtig das auch für Arsenal als Mannschaft war, dieses Spiel eben nicht zu verlieren und auch das Unentschieden zu holen. Trotzdem war das Arsenals große Chance im eigenen Stadion, vor eigenem Publikum, ohne Auswärtsfans, da den Sieg zu holen. Jetzt geht's in die Allianz Arena. Da war schon vor gut einem Jahr gegen Manchester City eine großartige Stimmung bei 0-3. Das dürfte jetzt, wo die Bayern erstmals seit 2018, seit diesem 2:2 in Sevilla mal ein Viertelfinal-Hinspiel nicht verloren haben, jetzt nicht zwingend anders oder schlechter sein. Also da auch wieder großartige Stimmung in der Allianz Arena. Und ich glaube, diese ganze Melange aus der Erfahrung, die Bayern hat, aus der vielen Erfahrungen bei Arsenal, auch ein Stück weit aus der Auswärtsbilanz, wenn man sich die mal anguckt bei Arsenal. Weil Manchester City 0-0 unentschieden, Liverpool 1-1 unentschieden, Villa verloren, Newcastle verloren, Chelsea auch zwischenzeitlich 0-2 hinten, am Ende 2-2. In der Champions League in Lourdes verloren, in Eindhoven unentschieden, in Porto verloren. Das einzige große Spiel, das sie auswärts gewonnen haben, das war beim Gruppenletzten in Sevilla. Und daran sieht man, dass diese Melange am Ende, glaube ich, schon dazu führen wird, dass sich Bayern durchsetzt. Trotzdem, Arsenal wird seinen Weg gehen. Da bin ich mir sicher, auch Manchester City, bevor sie Real Madrid 4-0 und Bayern 3-0 geschlagen haben, ist in der Champions League und in Europa ein paar Mal auf die Nase geflogen. Das, wenn es so kommen sollte, wird für Arsenal noch ein weiterer Entwicklungsschritt sein. Da werden sie ihre Lehren draus ziehen. Deshalb glaube ich, dass die Bayern sich durchsetzen werden. Vorher geht es für die Bayern aber zu Hause gegen den 1. FC Köln. Einen Tag später wird Leverkusen die Meisterschaft wahrscheinlich klar machen. Deshalb bietet das eine gute Gelegenheit, ein bisschen zu rotieren, ein bisschen anspielen zu lassen. Vor allem auch Kingsley Coman beispielsweise, der aus einer Verletzung kommt, Alex Pavlovic nach seinem Infekt und danach mit frischen Kräften in das Rückspiel gegen Arsenal zu gehen.